Für mich war es wichtig, alles so anzugehen und so zu formulieren, dass es tatsächlich für Studierende geeignet ist. Ob mir das gelungen ist, bei Fragen, die man beim kritischen Denken klären muss, was ist eigentlich Wahrheit? Ja, da kann man also meterweise Philosophie durcharbeiten zu diesem Thema. Ja, ob das gelungen ist, das müssten Sie entscheiden. Ja. Bin für Rückmeldung bei dieser Frage sehr dankbar. Denn für mich war das ein neues Thema. Wir haben es beim Schreiben immer mit dem Denken zu tun. Jede studentische Arbeit, auf die man Feedback gibt, hat man sozusagen das Denken der Studierenden noch im Rohzustand. Man sieht, wie sie gedacht haben. Man sieht die ganzen Probleme, die sie beim Denken haben. Und das ist die Grundlage eigentlich des Feedbackgebens, dass man intelligent mit diesen Problemen umgeht, nicht die Probleme anspricht, sondern das, was schon da ist. Ich wollte aber auch wissen, wie das Denken selbst geht. Und da habe ich beim kritischen Denken dann gemerkt, dass man sehr weit ausholen muss. Sie haben also diese lange Liste von Inhalten gesehen. Die will ich Ihnen heute nicht alle zeigen. Ich bin einfach nur froh, dass ich nicht über alle reden muss, weil die jetzt in Buchform da sind. Ich will Ihnen einen ganz kurzen Schnelldurchgang geben durch ein paar zentrale Aspekte von dem kritischen Denken. Und das Ganze zunächst einmal von außen her, welche Rolle spielt es an den Hochschulen, von außen her anschauen, dann gucken, was ist es eigentlich, und Ihnen dann zwei ganz, ganz, ganz kleine Ausschnitte davon geben, wie kann man denn einen direkten didaktischen Zugang zur Vermittlung von kritischem Denken finden. Eines ist Ihnen ja klar, jeder, der lehrt an der Hochschule, lehrt auch kritisches Denken. Das ist also unser Kerngeschäft. Und insofern trage ich Eulen nach Athen, wenn ich hier über das kritische Denken rede. Aber wir haben auch versäumt, uns etwas eingehender damit zu beschäftigen, nicht nur was kritisches Denken ist, sondern auch was studentisches Denken ist, also das vorkritische Denken. Wie entwickelt sich Denken? Wie baut sich Denkkompetenz auf? Und wie kommt man von diesem normalen Denken zum kritischen Denken? Natürlich gibt es da keine Stufe, wo man plötzlich rüberkommt und dann denkt man völlig anders, sondern es ist ein gradueller Prozess, der zum kritischen Denken führt. Und will Ihnen ein paar Punkte dazu zeigen. Dazu muss ich aber erstmal meine Folien finden. So. Ja, warum beschäftigen wir uns mit dem Thema? Ich will mal ein paar Stimmen von außen anführen, hier von der Universität Zürich. Die Rektorin: Unsere Studierenden brauchen mehr Zeit zum Denken. Lernen allein genügt nicht. Sie rennen häufig von einer Aufgabe zur nächsten, um möglichst schnell genügend Credits zu machen, und reiben sich mit vielen Prüfungen auf. Es wäre gut, wenn wir breitere Angebote hätten, die mehr zählen, damit die Studierenden weniger einzelne Prüfungen schreiben müssen. Das ist wahrscheinlich die beredteste Klage, die wir heute an den Hochschulen hören. Das ist eigentlich überall ein Thema, und wir müssen uns fragen, wie können wir dem eigentlich entgegenwirken? Das sind zum einen curriculare Fragen, aber es sind auch Fragen der Didaktik des kritischen Denkens, die wir da lösen müssen. Hier eine zweite Stimme, damit Sie nicht glauben, das hat nur was mit Bologna zu tun, aus den USA. Many doctoral curricula aim to produce narrowly focused researchers rather than critical thinkers. That can and must change. Also, es ist eine Stimme aus der Biologie, in Nature veröffentlicht. Da zeigt sich, dass es auch Spannungen zwischen wissenschaftlicher Ausbildung und kritischem Denken geben kann, die beißen sich unter Umständen oder stehen sich insofern auf den Füßen, als die Zeit limitiert ist. Sie hat ein neues Curriculum entwickelt für ihre Doktoranden, wo sie also eine ganze Menge an Wissenschaftstheorie, Philosophie, Geschichte und so weiter lernen können. Und eine dritte Stimme, die kommt von der Hochschule St. Gallen.
Die digitale Welt verändert Leben und Wesen der Menschen. Womöglich wird sie den Zivilisationsprozess in einer Weise prägen, wie dies noch keine Erfindung bisher vermochte. Es liegt an den Universitäten, die künftigen Entscheidungsträger der Gesellschaft zu kritischen und offenen Persönlichkeiten mit Urteilskompetenz zu erziehen. Die Hochschule St. Gallen ist eine Wirtschaftsuniversität und gilt in der Schweiz als eine neoliberale Kaderschmiede. Und die hat seit 10 Jahren das kritische Denken entdeckt. Ja? Weil offensichtlich auch das, gerade das höhere Management der Industrie ohne diese Kompetenz nicht auskommen kann. Und hier ist zudem noch die Frage angesprochen, ob wir an den Hochschulen eigentlich unsere Aufgabe als kritische Masse in dieser Gesellschaft noch gerecht werden. Ich denke, viele Diskussionen sind von der Hochschule weggegangen, ins Internet, in andere Bereiche. Und es gibt vieles, was wir noch diskutieren können, denn man muss gar nicht mal zu den politischen Umbrüchen schauen, aber die ganze Digitalisierung verändert uns selbst so radikal, dass wir tatsächlich mehr kritisches Denken und auch mehr offene Diskurse, kritische Diskurse brauchen, um das zu verstehen. Das sind also 3 Punkte, warum wir uns mit dem kritischen Denken beschäftigen, vermehrt beschäftigen müssen. Wenn wir uns anschauen, wie Lehrende dazu stehen, hier ein Ergebnis aus einer Untersuchung. Wir haben an der Universität Konstanz alle Lehrenden befragt, was ihnen wichtig ist, wenn ihre Studierenden Texte schreiben. Sie sehen hier bildliche Sprache, elegante Ausdrucksweise, Vermeiden der ersten Person, kreative Gedanken. Da waren noch ein paar mehr, alles nicht so wichtig, aber dann kommt ein Komplex, in dem kritisches Denken auch enthalten ist, wie Sachlichkeit, sich auf Quellen beziehen, klare thematische Struktur und so weiter, die alle sehr, sehr, sehr hoch laden und fast an die 100% gehen. Kritisches Denken hat dabei immer einen zentralen Wert, hier ausnahmsweise nicht den höchsten Wert. Wir haben diese Untersuchung auch in anderen Kulturen gemacht, von der Ukraine bis Spanien. Und es kam eigentlich immer heraus, dass kritisches Denken ganz unisono überall als eine ganz zentrale Eigenschaft studentischen Denkens und studentischer Texte angesehen wurde. Also man muss es nicht speziell in die Hochschulen hineintragen, es ist da. Wir sollten aber auch schauen, dass es doch nicht überall ganz gleich ausschaut. Wir haben hier mal unterschieden die Frage, sich mit einem Thema kritisch auseinandersetzen, wie wichtig ist das? Hier sind also aufgeführt sehr wichtig und wichtig. Das ist Mathematik, naturwissenschaftliche Sektion, geisteswissenschaftliche Sektion und Politik, Recht, Wirtschaft. Und wir sehen auch relativ deutliche Unterschiede zwischen den Disziplinen. Vor allem Mathematik und Naturwissenschaften sehen das kritische Denken oder die kritische Auseinandersetzung als nicht so zentral an. Warum? Weil das Nachvollziehen sehr viel wichtiger dort ist. Mathematiker sagen, bis über das Doktorat hinaus müssen unsere Studierenden diese ganzen Ableitungen erstmal verstehen und dann fangen sie erst langsam an, kritisch zu denken. Hier wichtig, dass das ein Wert ist, der fast an die 100% heranreicht, also in den Geisteswissenschaften ein ganz, ganz zentrales Erfordernis von Anfang an. Dort auch wichtig, aber ein kleiner Abstrich. Wenn wir uns gucken, wie kritisches Denken insgesamt an der Hochschule verankert ist, es teilt sich seine Bedeutung mit 2 anderen Bereichen. Einmal mit forschungsbasierter Lehre. Studierende müssen lernen, was Forschung ist, auf verschiedene Art und Weise, bis sie selber auch Forschung betreiben, was sie ja gemeinhin bei Abschlussarbeiten machen müssen. Und wir haben kollaboratives Lernen. Alles Lernen muss auf das sich beziehen, was in diesen großen Diskursgemeinschaften an Wissen produziert worden ist. Und sie müssen natürlich ihre Themen durchdenken. Also diese 3 Elemente sind zentral heute in der Lehre und sind auch 3 zentrale Wertbereiche. Wir haben gesehen, dass da durchaus auch Widersprüche entstehen können. Ja, kommen ja aus der Psychologie und da macht man schon mal forschungsbasierte Lehre, ohne dass das im Mindesten kritisch ist. Man hat da seine Statistik zu lernen und seine Versuchsdesigns. Ja. Also
Es ist auch nicht immer so leicht zusammenzubringen, aber im Großen und Ganzen müssen wir immer dieses Dreieck im Blick haben. Und wenn wir uns anschauen, was das wissenschaftliche Schreiben bedeutet, so ist es ungefähr äquidistant zu diesen drei Bereichen. Wissenschaftlichen Schreiben müssen Sie immer ein Thema durchdenken. Sie müssen immer Gedanken aus den vorhandenen Diskursen, aus der Literatur zusammentragen und sich auch auf die Diskursgemeinschaft beziehen, selbst als Mitglied dieser Gemeinschaft schreiben. Und Sie müssen natürlich in der Lage sein, sich auf die Forschungsergebnisse Ihres Fachs zu beziehen. Deshalb ist wissenschaftliches Schreiben auch so ein bedeutendes didaktisches Mittel, mit dem wir die Studierenden in diese, mit all diesen Bereichen in Kontakt bringen können. Deshalb ist es aber auch so schwierig für Sie, weil Sie immer mehr bedenken müssen, mehr können müssen, als man auf Anhieb kann. Ja, was bedeutet kritisches Denken für das Bildungssystem? Es ist ein zentrales Bildungssystem und Kern der Hochschullehre, verbindet sekundäre und höhere Bildung. Fast alle Gymnasien haben kritisches Denken auf ihren Webseiten. Auch dort besteht der Anspruch, es zu vermitteln. Wobei wir gar nicht wissen, was die Schulen dort eigentlich machen und mit welcher Art von kritischem Denken sie an den Hochschulen ankommen. Es ist explizit enthalten in den Deskriptoren des European Quality Frameworks. Es ist Teil des Qualifikationsprofils der Absolventen. Verlangen von ihnen, oder es wird von ihnen verlangt, dass sie kritisch denken können. Es ist der Beitrag der Hochschule für Gesellschaft, in denen die Absolventen wirken sollen. Es ist eine Transferfähigkeit. Wir haben ja wissenschaftliches Denken, aber wissenschaftliches Denken lässt sich oft nicht transferieren. Kritisches Denken ist das, was übertragbar ist von dem, was wir an der Hochschullehre vermitteln. Es ist kritisches Denken ist gewissermaßen das Markenzeichen der akademischen Welt, so wie die künstlerischen Fähigkeiten das Markenzeichen der Kunsthochschulen sind. Und heute wird kritisches Denken immer mehr zum Forschungsfeld, also zu einem eigenen Wissenschaftsgebiet, sozusagen einer angewandten Denkwissenschaft, in der die Denkkompetenzen, Vermittlung von Denkkompetenzen untersucht werden. Das war also jetzt mal so der Blick von außen auf kritisches Denken. Was ist es und wie entwickelt es sich? Wir finden in der Literatur in der Regel vier Kernpunkte. Gibt das nicht einen einzelnen Kern, sondern es ist wie alle großen Begriffe geht auf mehrere Kerne zurück. Einmal ist es selbstgesteuertes und selbstausgerichtetes Denken. Kritisches Denken ist selbstständiges Denken, verlangt daher metakognitive Fähigkeiten, aber auch das Verständnis von Kriterien richtigen Denkens. Ja, wir haben ja noch von Kant diesen Imperativ des selbstständigen Denkens. Das reicht leider nicht. Wir müssen nicht nur selbstständig denken, sondern auch wissen, wie Denken geht. Wir brauchen also Denkkompetenz. Ein zweiter Schlüssel ist rationales Vorgehen, gerade bei schlecht definierten Problemlagen. Rationalität ist einfach, wenn wir die Probleme verstehen, wenn wir Lösungsmittel haben. Aber wenn die Probleme schlecht definiert sind, dann brauchen wir kritisches Denken. Da kommt also reflektiertes und methodenkritisches Denken zusammen. Der dritte Kern ist skeptisches Denken. Da geht es also vor allem um kritische Reflexion und Prüfung aller Wissensannahmen und auch das Verständnis von Irrtums- und Täuschungsmöglichkeiten, die wir bei der Erkenntnis im Wissen haben. Und dieses skeptische Denken steht manchmal im Gegensatz zu dem rationalen Vorgehen. Rationales Vorgehen ist oft methodisch, methodengeleitet. Das reflexive Denken ist eher unkonventionelles Denken. Und wir haben als vierten Punkt so etwas wie Denkgewohnheiten oder die Persönlichkeiten der Denker. Das kommt aus einer amerikanischen Studie aus den 90er Jahren. Da wurden Philosophen befragt, was sie von kritischem Denken halten.
Und zum Erstaunen der Untersucher haben sie das mehr in den Persönlichkeiten angesiedelt als im Denkprozess. Ja, weil man ohnehin nicht sagen kann, wie man das tut, kritisches Denken. Genauso wenig, wie man sagen kann, was man tut, wenn man Kunst macht. Das sind Dinge, die sind nicht aufschlüsselbar, weil sie immer eine kreative Komponente beinhalten. Aber man kann sagen, was Künstler sind. Ja, es ist auch einfacher zu sagen, was kritische Denkerinnen und Denker sind. Also in diesem Spannungsfeld von diesen vier Punkten bewegt sich kritisches Denken. Wir können es auch an seinen Gegnern festmachen, ja, was kritisches Denken nicht ist, Dogmatismus und Fundamentalismus. Ja, finden wir zur Genüge in unseren Gesellschaften, in anderen Gesellschaften Populismus und Opportunismus. Also Denken, was nicht darauf zurückgeht, was man für wahr anerkennt, sondern was opportunistisch ist, zu sagen. Ethnozentrismus, das ist etwas, was sich ziemlich natürlich einstellt. Wenn man in Europa lebt, dann entwickelt man ein eurozentrisches Weltbild. Das muss man langsam überwinden. Pseudowissenschaft, gut, wer Heuschnupfen hat, der geht auch schon mal und lässt sich irgendwo diese Globuli verschreiben zu Naturheilkundlern, obwohl man weiß, dass die eigentlich gar nicht wirken können. Da gibt es eine eigene Gesellschaft, die Skeptikergesellschaft, die sich damit auseinandersetzt. Versteckte ökonomische Interessen gehen auch sehr leicht in das Denken ein. Ideologisches Denken und Heilslehren, Bequemlichkeit und Leichtgläubigkeit. Da kann man sagen, okay, ja, die sitzt in uns selbst, aber im Prinzip sitzt das alles auch in uns selbst. Das sind nicht nur die anderen, die falsch denken. Wir alle sind ein bisschen dogmatisch hin und wieder und ein bisschen populistisch hin und wieder und so weiter. Also es sind auch Denkkompetenz oder Denktendenzen, die wir selber haben und überwinden können. Wie entwickelt sich kritisches Denken? Das Wichtigste, was Sie an den Hochschulen machen dafür, ist, dass Sie die tiefen Dimensionen des Wissens erschließen. Dass Sie also den Studierenden zeigen, dass ein Problem, so wie man es irgendwo im Alltag, in einem Beruf, in einer Wissenschaft findet, dass sich das nicht aus dem ersten Anschein verstehen lässt, sondern dass es immer größere Wissenshintergründe hat. Das Wissen entwickelt sich, es kommt aus verschiedenen Quellen, es wird verschiedentlich durch empirisch abgestützt und so weiter. Und das lernen die Studierenden ja im Seminar. Das ist eigentlich mal dazu entstanden, um genau diese Art an eigenen einzelnen Wissenskomplexen zu lernen. Denkkulturen, kritisches Denken, kann sich nicht allein entwickeln. Es braucht immer andere Denkerinnen und Denker als Anregung. Studierende lernen vermutlich ohnehin mehr von ihren Peers, von den Mitstudierenden, als von uns Lehrenden. Und wir müssen schauen, dass solche Denkkulturen gut entwickelt sind. Intentionalität und Engagement, sehr wichtiges Element für die Denkentwicklung, dass man nicht passiv denkt, sondern selbst Ansichten hat und diese Ansichten auch durchsetzen will. Verfügbare Zeit und Zeitautonomie kann nicht nur in Abhängigkeit von einem fremden Rhythmus lernen und denken. Die Probleme ergeben sich, wenn sie da sind. Scaffolding, das ist schon ein didaktisches Mittel, Anleitung von selbstständiger Arbeit ohne Verwässerung. Kritisches Denken wird am meisten gefördert durch selbstständige Arbeit von den Studierenden. Heute aber didaktisieren wir diese selbstständige Arbeit oft so weit, dass sie gar nicht mehr selbstständig ist. Ja, wir müssen also irgendein Mittelmaß finden, dass wir unterstützend sind, ohne aber die Selbstständigkeit zu nehmen. Risiko, keine Lehre ohne Risiko. Das Denken, selbstständiges Denken, birgt immer ein Risiko, nicht nur für die Studierenden, auch für die Lehrenden. Das Schreiben ist vermutlich der Königsweg. Ich habe Ihnen schon Argumente geliefert, warum das so ist. Förderung von Selbstständigkeit habe ich auch schon angesprochen. Schreiben, Projekte, Praktika. Wir müssen kritisches Denken einfordern.
und den Studierenden sagen, was sie tun müssen, damit das, was sie tun, kritisch ist. Auch das ist eine Sache, die, gerade wenn man mit Selbstständigkeit operiert, nicht immer einsichtig ist. Ja? Aber wir müssen beides verbinden, die Studierenden machen lassen und gleichzeitig aber sagen, welche Qualität ihre Produkte oder ihre Arbeit haben muss. Feedback ist vermutlich der direkteste Weg, um Rückmeldungen über das Denken zu geben. Und wenn wir Texte mit Studierenden durchgehen, dann haben wir da auch die Möglichkeit, ihr Denken zu beeinflussen, aber auch zu zeigen, wie wir selber denken. Das vergessen wir manchmal. Es ist nämlich für sie gelegentlich interessanter. Und schließlich Wissen über Wissen zu vermitteln. Wir brauchen einfach erkenntnistheoretische Konzepte fürs Denken, die sozusagen die Metaebene des Denkens steuern. Argumentieren ist vermutlich die wichtigste einzelne Kompetenz und ist Grundlage wissenschaftlicher Rationalität, dass wir gute Gründe angeben, warum wir etwas für wahr halten. Außerdem und zum Schluss die Arbeit am Gedanken. Noch eine Stufe elementarer als das, was unser Denken unmittelbar antreibt. Wir haben einen Gedanken, wir lesen einen Gedanken, wir denken über diesen Gedanken nach, wir machen etwas mit dem Gedanken, wir schreiben über Gedanken. Und erstaunlicherweise haben wir über die Arbeit mit Gedanken eigentlich fast kein Wissen. Das war für mich eine der erstaunlichsten Erkenntnisse an der Arbeit in diesem Buch, dass so ein zentrales Element, was ganz, ganz selbstverständlich für uns ist, eigentlich nicht besetzt wird. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, wie man das ändern kann. Die größten Defizite, wir haben keine explizite Denkdidaktik, Argumentieren wird nicht unterrichtet, Balance von Selbstständigkeit und Anleitung ist oft im Ungleichgewicht, Feedback fehlt bei vielen Leistungen, Wissenschaftstheorie wird separat vom Denken unterrichtet und ist ganz, ganz schwer auf das eigene Denken zu beziehen. Ja, jetzt will ich versuchen, noch zwei Punkte kurz anzusprechen. Wie kommt man denn an Gedanken dran? Wie kann man den Umgang mit Gedanken lehren? Glücklicherweise gibt es einen Philosoph, der sich genau vor 100 Jahren damit beschäftigt hat, was ein Gedanke ist. Das ist Gottlob Frege, der Begründer der formalen Logik. Ein Denker, der damals etwas untergegangen ist, dessen Bedeutung aber heute nicht zu überschätzen ist und auch mittlerweile die Anerkennung bekommen hat. Der hat drei Aufsätze geschrieben über der Gedanke und hat dabei drei Punkte geliefert, mit denen wir anfangen können, über Gedanken nachzudenken. Er sagt, drei Aspekte sind da wichtig. Das Fassen des Gedankens, das nennt er das eigentliche Denken. Aber das Fassen des Gedankens, was passiert da? Wir wissen, Gedanken sind plötzlich da in unserem Kopf. Wir wissen nicht genau, wo sie herkommen. Oft denken wir, wir haben sie selber gedacht. Ja? Aber es ist keine klar definierte Stelle. Die meisten Gedanken kommen von woanders. Wir lesen sie, wir hören sie, aber plötzlich sind sie als Gedanken in unserem Kopf da. Das zweite, fast noch konstituierende Element des Gedankens ist die Anerkennung der Wahrheit eines Gedankens. Und das nennt er das Urteil. Ist der Gedanke richtig oder falsch? Da sind wir natürlich an einem Kernpunkt aller Wissenschaft, die ja immer damit beschäftigt ist, Wahrheitswerte an Behauptungen zuzuordnen. Ich komme nochmal darauf zurück. Bei Frege ist es nicht ganz klar, ob ein Gedanke dann ein Gedanke ist, wenn man ihm einen Wahrheitswert zuordnen kann. Ja, es gibt ja andere Denkprozesse, wie zum Beispiel Fragen, denen kann man keinen Wahrheitswert zuordnen. Ja. In der Regel sind es Aussagen, die man nach ihrer Wahrheit beurteilen kann. Der dritte Punkt bei Frege ist die Kundgebung des Urteils. Wenn ich also eine Behauptung aufstelle, da ist also eine sprachliche Form dann vorhanden, mit der ich meine Behauptung in die Welt setzen kann und mit anderen diskutieren kann.
So, das hat uns also Frege vorgegeben und es gibt gleich eine Reihe von weiteren Punkten, die wir an Fragen, an Gedanken stellen können und die man auch in der Didaktik gut nutzen kann. Zunächst mal die Emotionalisierung des Gedankens. Kaum ein Gedanke lässt uns kalt. Gedanken amüsieren uns, sie ärgern uns, sie sind uns lästig, peinlich und so weiter. Ja, sie haben eine emotionale Qualität. Wir wissen, dass wir in den Wissenschaften diese Emotionen nicht in den Vordergrund stellen sollen. Ja, warum? Weil uns Emotionen nichts über die Wahrheit der Gedanken sagen können. Ja, wenn mich ein Gedanke amüsiert, vielleicht jemand anders, der von dem Gedanken belästigt ist oder verärgert ist. Und wir haben keine Möglichkeit zu sagen, ja, das ist jetzt nur ein lästiger, ein ärgerlicher Gedanke. So, trotzdem ist aber die emotionale Qualität des Gedankens für das Denken außerordentlich wichtig. Ja? Vor allem dort, wo Gedanken emotional sind, denken wir weiter. Lässt mich ein Gedanke kalt, lasse ich ihn fallen. Die Niederschrift des Gedankens, da geht es schon nochmal um eine präzise sprachliche Formulierung des Gedankens in Form eines Satzes. Das Explizieren des Gedankens, Gedanken, die wir im Kopf haben, sind unvollständig. Wenn wir sie niederschreiben, müssen wir sie explizieren. Im Kopf kann ich denken, Mutter, Geburtstag, Land, das reicht. Ich weiß, wessen Mutter, ich weiß, wessen Geburtstag und wo auf dem Land. Wenn ich es niederschreibe, muss ich alle fehlende Information einfügen. Die Präzisierung des Gedankens, da kommen wir schon in die Wissenschaft. Wir müssen Gedanken so formulieren, dass sie prüfbar sind und dass ihnen ein eindeutiger Wahrheitswert zugeschrieben werden kann. Und die Modifizierung des Wahrheitsanspruchs des Gedankens. Viele Gedanken halten wir für wahr, aber nicht für 100% wahr. Sie sind wahrscheinlich, möglich, vermutlich wahr und so weiter. Wir haben also eine ganze Menge von Heckenausdrücken, mit denen wir Wahrheitswerte modifizieren können und unser Commitment zum Wahrheitswert ausdrücken können, also das Ausmaß, in dem ich eine bestimmte Aussage für wahr halte. Nach diesen Punkten kommt die Frage, ja, aber Gedanken tauchen doch nicht allein auf. So wie ich einen Gedanken habe, kommt ein zweiter Gedanke, der den ersten modifiziert oder erweitert oder erklärt. Und so weiter. Also wenn wir mit Gedanken arbeiten, reicht es nicht, einzelne Gedanken anzuschauen. Achso, die Negation des Gedankens haben wir hier vergessen, aber die kennen Sie alle. Sondern wir müssen Gedanken miteinander verbinden. Und da haben wir erstmal die Verknüpfung von Gedanken. Da bietet uns die deutsche Sprache 600 Konnektoren an, um Gedanken zu verknüpfen. Ja, 600 Konnektoren. Dieses Aber, Wenn, Weil, Weshalb und so weiter. Also wir haben einen riesen Baukastensatz, mit dem wir Gedanken aneinander hängen können. Ja. Da sind viele Dubletten dabei, wir müssen die nicht alle 600 kennen, ja, vielleicht reichen da 200. Aber diese Konnektoren sagen uns, sagen wir mal, sie sind die Gelenkstellen zwischen den einzelnen Gedanken, die sie aneinander rein erlauben. Dann haben wir als besondere Beziehung das Schlussfolgern. Das kommt aus der Logik. Die Logik sagt ja, dass es Gedanken gibt, in exakter sprachlicher Form, aus denen wir, wenn sie wahr sind, weitere Gedanken für wahr erklären können. Es gibt also einen Wahrheitstransfer von Prämissen zur Konklusion. Die Begründung vom Gedanken ist eine weitere Verknüpfungsart und wahrscheinlich die wichtigste in den Wissenschaften, weil sie ins Argumentieren führt. Ja, ich habe einen Gedanken, eine Behauptung, morgen wird es schneien, weil die Wetterfee das vorhergesagt hat. Ja, also die Behauptung wird durch eine zweite Behauptung begründet. Die meisten die meisten Gründe beim Argumentieren sind kausaler Natur, aber nicht immer. Ich sage vielleicht noch, wenn ich Zeit habe, ein wenig über das Argumentieren.
Wenn wir größere Mengen von Gedanken haben, dann geht es um die Linearisierung der Gedanken. Die Gedanken müssen hintereinander geschaltet werden, wenn es längere Ketten sind. Und ich brauche sozusagen übergeordnete Strukturmomente, die mir größere Gedankenmengen miteinander verbinden. Sie merken, da sind wir schon beim Schreiben. Aber auch die Sprache liefert uns Verbindungsmöglichkeiten. Das Erzählen ist beispielsweise eine solche Metastruktur, die viele Gedanken uns aneinander zu hängen erlaubt. Und dann ist das passiert und dann das und dann habe ich das gemacht und so weiter. Also wir haben da sprachliche Mittel, mit denen wir diese Gedanken aneinander hängen können. Und das Letzte ist die Kommentierung eigener Gedanken. Zu jedem Gedanken kann ich sagen, warum er mir wichtig ist. Ja, dann reihe ich nicht einfach Gedanken aneinander, dann gehe ich auf eine Metaebene und sage, warum dieser Gedanke von Bedeutung ist. Ja, was kann man damit machen? Normalerweise machen wir diese Arbeit am Gedanken ja, wenn wir mit Texten arbeiten, auch wenn wir diskutieren, ja, obwohl man da viel weniger genauen Blick auf die Gedanken hat. Aber wenn wir Texte vor uns haben, dann schauen wir ja immer genau hin, wie hängt denn der Gedanke mit dem zusammen und was heißt das jetzt eigentlich und ist das so und wo kommt der Gedanke her und so weiter. Ich denke aber, dass man das auch ein Stück abkürzen kann und ein Stück abstrakter anschauen kann. Also es stellt so etwas wie einen direkten Zugang zur Arbeit am Gedanken dar. Früher war das mal logische Propädeutik in der Philosophie. Ja. Das war auch im Prinzip Arbeit am Gedanken, aber die Philosophen reden immer nur zueinander und nie zu uns. Weshalb man diese Bücher auch sehr bald wieder beiseite legt. Es ist wichtig, dass wir da einen Zugriff haben, der verständlicher ist. Feedback ist auf Texte ist Arbeit am Gedanken, das sagte ich schon. Wir haben das Thema Gedanken und Sprache. Das habe ich jetzt ein bisschen beiseite gelassen, weil es auch ein sehr kniffliges Thema ist. Wir haben ja die Sprache nicht als etwas, was sozusagen automatisch mit dem Gedanken zusammenkommt. Wir wissen auch nicht genau, ob wir nur mit Sprache denken. Ja. Wir wissen, dass wir Schwierigkeiten haben, wenn wir einen Gedanken haben wollen, den genau ausdrücken. Da gibt es also auch etwas, einen Bruch dazwischen. Auf der anderen Seite könnten wir ohne Sprache auch nicht denken. Ja. So, da haben wir also noch einiges, was zu erläutern ist. Und das sind Probleme, wo wir so ins Spannungsfeld zwischen Psychologie und Philosophie hineinkommen. Ja. Teile davon sind von der Philosophie behandelt, andere eher von der Kognitionswissenschaft. Aber so ganz zusammen passt das, soweit ich sehe, nicht. Gedanken explizieren und die Prüfung der Glaubwürdigkeit von Wahrheit von Gedanken. Und das ist ja eigentlich eine Grundlage aller Wissenschaften und führt ins Argumentieren hinein. So, also wir sind, wenn wir diese Arbeit am Gedanken anschauen, sozusagen mit so einer Vorstufe des Denkens, wo wir das Rohmaterial des Denkens anschauen und gucken, welche Voraussetzungen, wie lange muss ich an solchen Gedanken feilen, wie muss ich sie formulieren und verändern, ehe ich sie sinnvoll mit anderen Gedanken in Beziehung setzen kann. Wenn wir jetzt zum Argumentieren kommen, dann geht es im Prinzip darum, mal einen Gedanken zu nehmen und zu schauen, ob der denn jetzt wahr oder falsch ist. Also einen Gedanken auf den Prüfstand zu stellen. Und das machen wir beim Argumentieren ja so, dass wir eine ganz kurze Folge von zwei Aussagen haben. Eine These, ich behaupte, dass es Regen wird, und ein Argument, weil die Schwalben tief fliegen. Und diese zwei Aussagen sind mit einem Konnektor verbunden. Das ist sprachlich ein ganz, ganz einfaches Muster, das aber für die Wissenschaft eine ganz fundamentale Bedeutung hat. Weil es den wichtigsten Zugang dazu liefert, zu Aussagen zu kommen, ob denn das glaubwürdig ist. Wir haben nicht viel andere Wege. Wir könnten das empirisch prüfen. Ja. Dann wäre das aber im Prinzip auch nur, dass wir das nochmal durch eine andere Operation belegen. Ja. So,
Aber das Kernelement in den Wissenschaften sind diese einfachen Aussagen, wobei eine Behauptung durch ein Argument gestützt wird. Wenn man das mit Studierenden macht, ist es wichtig, dass man immer diese Formel nimmt, ich behaupte das, weil diese Formel das Argumentieren an die eigene Person, die eigene Meinung anbindet. Das bringt mich selbst in die Argumentation hinein. Wir finden in wissenschaftlichen Texten das selten, das, sondern immer die Form, die Schweiz wird in eine Rezession geraten, das Wetter wird wieder schlecht, ohne dass es auf mich selbst verweist. Und das Zweite ist das Argument, das eigentlich nur sagt, warum ich die Behauptung für wahr oder für glaubwürdig halten sollte. Und das Ganze ist schon der Kern einer Argumentation. Ich sage das so ausführlich, weil wir damit wieder bei dem Einfachen angelangt sind. Und ich mich unendlich lang gesträubt habe, anzuerkennen, dass das tatsächlich der Kern des Argumentierens ist. Wenn Sie mal Argumentationsbücher in die Hand genommen haben und die vielen argumentativen Figuren sich angeschaut haben, dann sind Sie irgendwann verzweifelt, weil man praktisch so wenig damit anfangen kann. Es ist überdifferenziert. Ja? Das ist das, was wir zum Anfangen brauchen. Und probieren Sie mal in Ihren Seminaren, Ihre Studierenden zu irgendeinem Thema mal solche Paare aufstellen zu lassen, aber zu fachlichen Themen. Ja? Und Sie werden sehen, wie schwierig das ist. Ja? Das ist nicht so einfach, wie es hier ausschaut. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass noch eine zweite, im Prinzip äquivalente Form gibt, die mir aus der Logik kommt und Schlussfolgerungen beinhaltet. Da sind diese beiden Elemente vertauscht. Das geht mit der Prämisse los, die Schwalben fliegen tief, deshalb wird es Regen geben. Oder daraus schließe ich, könnte man sagen, das ist noch deutlicher, diese Schlussformel, daraus schließe ich, dass es Regen geben wird. Da haben wir also eine Informationsbasis und schließen daraus etwas. Natürlich braucht man meistens noch mehr Elemente dazu, aber im Prinzip sind beide äquivalent. Fürs wissenschaftliche Denken ist das die günstigere Formulierung. Ja? Weil wir es selten mit zwingenden Schlüssen zu tun haben, sondern eher mit Begründungen. Und das ist der Unterschied zwischen beiden. Ja? Es gibt keinen Automatismus in diesen Schlüssen, den gibt es nur in der Logik. Die formale Logik kann tatsächlich solche Schlüsse mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Ja, wenn man jetzt mal schaut, was Studierende im Unterricht für Thesen aufstellen, das ist hier schon ein Masterstudiengang Physiotherapie. Ich behaupte, dass es immer mehr übergewichtige Kinder in der Schweiz gibt, weil sich die Eltern zu wenig mit Ernährung beschäftigen. Sinnvolle These oder nicht? Nach meinem Verständnis ist es schon ein Argument, was einen Grund gibt, ja. Allerdings ein Argument, was weiter erläutert werden muss. So, beim Argumentieren bringen wir Gedanken auf Kernelemente. Ja? Ist nicht klar, ob das schon tatsächlich die beste Formulierung ist für das, was die Studentin da sagen wollte. Und man kann schon darüber nachdenken, ob es, jetzt muss ich sagen, ob es tatsächlich ein sinnvolles Argument ist. Das führte dazu in dem Unterricht, dass die Studierenden sofort angefangen haben, sich zu streiten. Weil einer sagte, ich bin sehr ernährungsbewusst, aber meine Tochter ist übergewichtig. Ja? Das kann also nicht unmittelbar zusammenhängen. Ja? Wichtig auch für das Argumentieren ist, dass diese zwei Elemente uns schnurstracks in fachliche Auseinandersetzung hineinführen. Ja? Es geht nicht nur um die formale Struktur von solchen Argumenten, sondern sie sind auch Ausgangspunkt für wissenschaftliche Dispute. Und wir haben eine ganze Menge damit zu tun, sagen wir mal, solche Thesen zu präzisieren und dann auch in eine Fachsprache zu transformieren, sodass wir sie wissenschaftlich behandeln können. Das kann man also im Alltag ganz gut behandeln. Ja, hat man ja genug Anschauungen dazu. Eine zweite These, ich behaupte, dass die Nackenschmerzen von Patient X eine neurodynamische Komponente haben, weil der Cervical Slump Test positiv ist. Okay,
Da haben Sie also Fachsprache benutzt und eigentlich einen relativ einfachen Zusammenhang in Form eines Arguments gepackt. Und das Dritte, ich behaupte, dass eine kinderphysiotherapeutische Behandlung nur erfolgreich sein kann, wenn ein Transfer in den Alltag erfolgt. Das ist ein Argument. Sie hat zwar, ich behaupte das, also diese Einleitung genommen, aber sie hat gar kein Weil genommen, sondern sie hat eine Regel aufgestellt, einen Zusammenhang, aber nicht ein Argument. Ja? Denn diese beiden Aussagen sind ja tautologisch. Nur wenn eine therapeutische Übung auch außerhalb des Therapieraums wirkt, ist Erfolg gegeben. Aber es ist kein Grund für oder kein Argument für Erfolg. Und so weiter. Sie sehen also, dass man mit diesen einfachen Argumenten oft schon relativ große Probleme hat, sie oft in Begriff zu bringen. Wir können jede von diesen Thesen ganz einfach in eine Fragestellung umwandeln. Ja? Hier zum Beispiel behauptet, dass die Nackenschmerzen eine neurodynamische Komponente haben. Fragestellung, kann der Cervical Slump Test valide Hinweise auf eine neurodynamische Komponente bei Nackenschmerzen geben? Mit leichten Umformulierungen wird aus jeder These eine Fragestellung und ist dann offen für empirische Untersuchung. Auch die Sache mit den übergewichtigen Kindern könnte man relativ leicht in eine Fragestellung ummodeln. Lässt sich aus dem Ernährungsbewusstsein der Eltern das Übergewicht ihrer Kinder vorhersagen? Dann haben wir es also schon fast in eine statistikwürdige Sprache gepackt, die man untersuchen kann. Warum ist das Argumentieren so wichtig? Weil wir es nicht gelernt haben. In der Schule nicht. In den USA haben sie Essay-Didaktik. Dort lernt man argumentieren. Franzosen sind versessen auf genaues Argumentieren. Wir lernen relativ wenig in der Schule dazu. Das mag sich hier und dort ändern, aber im Großen und Ganzen wissen wir einfach zu wenig über das Argumentieren. Das Zweite ist, dass wir den Studierenden helfen können, über das Argumentieren eine Brücke zwischen dem Wissen und ihrer Person zu bauen. Durch diese einfache Formulierung, ich behaupte das, ich muss mich zu etwas bekennen. Ja, ich kann nicht irgendwie neutral über irgendwelche wissenschaftlichen Zusammenhänge reden, ich muss mich selbst in das Thema reinbringen. Der nächste Punkt ist, dass wir damit trainieren können, solide wissenschaftliche Begründungen zu finden. Ja? Und das ist nicht so ganz einfach, wie wir vorhin schon kurz gesehen haben. Diese Argumentationen sind eigentlich der gängige Weg zum Aushandeln von Wissen. Und wir können natürlich zu den Argumenten jederzeit wissenschaftliche Theorien als Argumente oder Forschungsergebnisse als Argumente einbringen. Das ist eigentlich Standard beim wissenschaftlichen Argumentieren. Da ist noch ein Sinnspruch hineingerutscht. Ja, argumentieren heißt, Gedanken auf den Prüfstand zu stellen. Es reicht, einen einzigen Gedanken aufs Mal zu prüfen, aber das sollte ein guter Gedanke sein. Jetzt habe ich aber eine Folie übersprungen, die erläutert, warum ich das hier schreibe. Wenn man einfaches, schlichtes Argumentieren mal so als eine Basisübung macht, kann man natürlich noch eine ganze Reihe von weiteren Elementen dazufügen. Also man beginnt mit einer These aufzustellen. Die sollte fachlich sein. Man darf keine beliebigen oder Alltagsthemen nehmen. Die These mit einem Argument begründen, das Argument belegen. Da kommt noch mal ein extra Schritt dazu. Also wenn jemand behauptet, dass das Ernährungsbewusstsein sinkt, dann sollte er oder sie schon bitte einen Beleg dazu bringen. Das war, glaube ich, Ihre Irritation vorher. Das ist ja eine Behauptung, die ist gar nicht belegt. Prüfen, ob die Thesen wissenschaftlich bearbeitet. Moment,
prüfen, ob Thesen wissenschaftlich bearbeitbar sind. Da geht es um die Präzision, ob die Begriffe verständlich sind und klar sind. Also sind die Begriffe klar und wahrheitsfähig? Ist der Anschluss an die Fachterminologie gegeben? Ist Argumentation präzise genug? Ist Argumentation expliziert genug? Und dann kann man Gegenargumente anführen. Auch das ist etwas, was in den Wissenschaften zentral ist. Nicht gegen Thesen. Ja, These und Gegenthese, okay, die kann man gegeneinander halten. Interessant in den Wissenschaften sind Gegenargumente. Ja, gibt es nicht Leute, die zu anderen Behauptungen, zu anderen Gründen kommen, warum eine These stimmen oder nicht stimmen sollte. Das Widerlegen der Gegenargumente und das auf eine konzessive Art und Weise und schließlich die Revision einer eigenen These. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Es ist warm geworden.